Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 24. März 2019. Heute ist Portaltag und ich erkläre, was das bedeutet. Wir haben einen Kalender und dieser Kalender geht zum Papst Gregor zurück. Wir benutzen in unseren westlichen Kulturen die gregorianischen Kalender. Die Zählweise ist lineal und diesem Kalender hat mit Natur nichts zu tun. Es gibt aber Naturvölker, und sie haben ihren eigenen Kalendersystem. Nicht nur die Mayas haben ein präzises Kalendersystem ausgearbeitet, sondern das haben die Ägypter gehabt, das haben die Chinesen auch gehabt. Und bei diesen Portaltagen, dieses Wissen geht aber auf dem Maya-Kultur zurück. Und das war ein hochentwickelten Kultur und berühmt ist dieser Maya-Kalender. Und das bedeutet, sie haben nicht nur einen Kalender gehabt, sondern sie haben verschiedene Kalender gehabt. Es gibt natürlich auch Mondkalender oder Bauernkalender oder spirituellen Kalender. Und genau hier in diesen Portaltagen trifft zwei Kalendersystemen zusammen, das Alltäglichen und das Spirituellen. Woher kommt es? Unser Planet Erde bewegt sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und so wie anderen Planeten auch, unserem Planet Erde kreist sich um die Sonne. Dazu benötigt ein Jahr. Die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Aber die Sonne bewegt sich auch nicht alleine, sondern mit Planeten. Die gesamte Sonnensystem bewegt sich auch um eine Zentralsonne. Und diese Zentralsonne heißt Alkyone. Und das ist in einer höheren Ebene. Die Bewegung ist eine Gegenrichtung, das ist eine spiralförmige Bewegung, aber da sind wir schon in einem feinstofflichen Energiefeld. Unserem Sonne, die gesamte Sonnensystem benötigt zu dieser Bewegung einmal durch diesen platonischen Jahre zum Bewegen 26.000 Jahren. Und das heißt, ein platonischer Monat dauert etwa 2000 Jahre. Dezember 2012 ist ein neuer platonischer Monat begonnen, weil wir sind eingetreten auf den Wassermann-Zeitalter. Vorher waren wir noch im Fischen-Zeitalter. Also hat ein neues Zeitalter begonnen. Und diese Bewegung berücksichtigt auch die indische Astrologie mit ihren Berechnungen. Das nennt man Präzession. Und die Maya-Kalender auch, und das ist eine Art spirituellen Kalender. Und die ganze Bewegung gibt bestimmten Tagen, wo wir in diesem feinstofflichen Energiefeld uns bewegen und öffnet sich ein Tor. Ein Tor und stehen wir in Verbindung zum Zentralsonne Alkyone. Alkyone gehört zum Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Schwestern, die Töchter von Atlas.
und sie vermitteln die Schwesterliebe. Die Plejaden weinen um ihren Bruder, weil ihren Bruder ist im Brunnen gefallen. Ich habe keine Beweise, es ist mein eigenen Gedanken oder meine Intuition, was besagt, dass das unserem Sonnensystem gemeint ist, im Brunnen gefallen zu sein. Weil wir erleben auch die Schattenseite in unserem Leben. Zurück zum Plejaden, das sind die sieben Geschwister, sie weinen um ihren Bruder, weil ihren Bruder ist in Brunnen gefallen. In diesem Bereich, wo die Plejaden befinden, aber auch die Hyaden, die sind auch sieben Geschwister, die Halbschwester von den Plejaden, auch die Töchter von Atlas, wo die Hyaden und die Plejaden befinden sich im Himmel. In diesem Bereich ist der goldene Tor, die Ekliptik. Und all das erzählt Frau Holle. Und hier treffen wir Entscheidungen. In welchen Einstellung haben wir? Sind wir optimistisch oder sind wir pessimistisch? Dienen wir das Gute oder dienen wir das Böse? Wir selbst treffen die Entscheidungen. In welchen Weg möchten wir gehen? Und hier entscheidet sich das Ganze. Aber auch unsere Einstellung. Mit welcher Energie starten wir etwas? All das erzählt diese Geschichte, aber auch Frau Holle. Und die Märchen haben symbolische Bedeutung. Auch die Mythen. Und genau das ist dieses Energiefeld, wo wir begegnen uns mit Frau Holle, wir begegnen uns mit dieser Tür. Und das dürfen wir öffnen in solchen Tagen zu diesem göttlichen, diesem feinstofflichen Energie. Im Maya-Kalender sind es Wellen. Die Wellen bedeuten Schwingungen, Frequenzen. Wir befinden uns in 8. Wellen. Und das dauert bis 24. März. Das heißt, ab morgen übergehen wir auf den 9. Welle. Und das ist ein Wechsel in einen anderen Ebenen. Also wir sind im letzten Tag in 8. Wellen. Und eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist so ähnlich in diesem Kalendersystem wie in unserem Kalender, die 7-Tage-Wochen. Also wir sind im letzten Tag die 8. Welle und ab morgen starten wir die 9. Welle, wo um seelischen Bedürfnissen handelt. In diesen 8. Wellen haben wir die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Struktur. Wir befinden uns in unserem Entwicklungswegen. Wir überprüfen unsere Lebensumstände und überlegen wir, wo ist unsere Bestimmung? Was ist der Plan? Wo ist unser Platz im Leben? Und fragen wir uns, wie geht jetzt weiter. In dieser Welle, was heute endet, räumen wir noch die Hindernisse aus dem Weg und dann begrüßt uns eine Art Heilenergie, auch Glück, weil das bedeutet auch eine Art Aufstieg. Wir befinden uns im 13. Tag im 8. Welle, das ist den letzten Tag, also wirkt im heutigen Tag die Zahl 13 und hier ist das sichtbar, so haben die Mayas das gezeichnet.
Die Zahl 13 bedeutet Wandlung zum Schönheit, etwas zum Ende bringen, Erkenntnisse gewinnen und jetzt kehren wir zurück dann zum Quelle. Wir werden uns etwas beenden und weiter schwingen. Die planetarischen Energiefeld oder Qualität oder Kraftfeld zeigt Kan und Kan bedeutet Samen. Und das heißt aussehen etwas. All das, was wir jetzt starten, beginnen, genau das werden wir ernten, aber wir sollen reifen lassen. Wir brauchen diesen Geduld. Wir werden handeln, weben, unserem Schicksalswegen, unserem Schicksal in Hand zu nehmen, das in Form zu bringen, weben und verbinden uns mit anderen Schicksalswegen. Wir sind nicht alleine. Talente, Kreativität und Wachstum ist hier die Energie, was Kan uns verspricht. Kan steht in Verbindung zum Eidechse oder Salamander. Als Halbedelstein vertritt Zitrin oder die Tigerauge. Und Zitrin steht in Verbindung zum Luftelement und Neptun und das heißt unserem Träume zum Leben, unseren Vorstellung, das Verwirklichen und die Luftelement zeigt diese Leichtigkeit und die Ideenreichtum, die Fantasie, die Ideenreichtum, das Verwirklichen. Und die Tigerauge steht mit Erdeelement in Verbindung, das sind schon Realität und Taten, aber auch die Bodenständigkeit und die Jupiter-Energie zeigt die Chancen, Möglichkeiten, diese Traum in Tat umsetzen und Kan ist die Energie, wo sagt, die Qualität im heutigen Tag, alles was wir aussehen, das werden wir ernten. Eine Idee wird Realität. Die Mondenergie zeigt die weiße Hund, Ok, und das bedeutet Liebe, Vertrauen, Freundschaft und inneren Stärke. Und das war den heutigen Portaltag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, diese Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen. Und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail,
Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so? Und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.